vielleicht noch auf das zurückkommen, was der Vorredner gesagt hat. Und zwar, der Punkt 1 ist die Statistik. Wenn man sich die anschaut, dann werden zwei Dinge sofort klar. Es gibt grundsätzlich verschiedene Rechtsmaterien. Das eine ist beispielsweise das Asylrecht. Da weiß man, da wird ein ganz substanzieller Teil der Fälle dann weitergezogen und landet vor Bundesverwaltungsgericht. Darum haben die auch 5000 Fälle pro Jahr. Oder das heißt, weiß man, es gibt so und so große Anzahl Asylgesuche und ein substanzieller Teil davon landet dann im Rechtsmittelzug. Das ist im Wirtschaftsverwaltungsrecht anders, zum Beispiel im geistigen Eigentum haben sie unglaublich viele Markeneintragungsfälle, aber sehr wenige Markeneintragungsbeschwerden gemessen an der Anzahl eingetragener Marken bzw. von Markenanmeldungen. Und genau so ist es auch im Vergaberecht. Kollege Bayer hat das erzählt. Oder? Wir rechnen mit etwa 1500 WTO-Zuschlägen pro Jahr und gemessen daran sind die 25 bis 30 Fälle Beschwerde ein tatsächlich nicht substanzieller Teil. Das ist völlig klar. Zur Statistik noch ein weiteres Wort. Wenn man die Daten von Herrn Bayer nimmt, würde man sagen, ja, die Erfolgsaussichten sind nicht gerade berauschend. Oder also wenn man jetzt deine Folie sieht, dann denkt man, um Gottes Willen, da habe ich überhaupt keine Chance. Ganz so einfach ist die Datenlage nicht. Man muss nämlich schauen, dass nicht nur die Gutheißungen sind hier zu berücksichtigen, sondern, Kollege Bayer hat das sehr schön beschrieben, die Abschreibungen kommen auch zur Statistik. Und die können auch ihren Grund haben darin, dass die Beschwerdeführerin letztlich obsiegt hat. Das ist vor allem dann der Fall, ich nehme ein beliebiges Beispiel aus unserer Praxis, freihändige Vergabe durch ein Bundesamt X. Beschwerdeführer kommt an mit einer Beschwerde und sagt, ich bin der Marktführer in diesem Bereich, es kann nicht sein, dass meine Konkurrentin die einzige ist, die das kann. Vergabestelle überlegt sich, dieses Verfahren fechte ich nicht durch, das ist aussichtslos. Was macht die Vergabestelle? Sie wartet nicht das Urteil ab, sondern sie zieht den Zuschlag in Wiedererwägung, genau wie Kollege Bayer das geschildert hat. Und das führt bei uns zu einer Abschreibung des Verfahrens, zufolge Wiedererwägung, aber de facto ist das natürlich ein Siegpunkt für die Beschwerdeführerstatistik. Also da müsste man quasi dann noch ein paar Ungenauigkeiten abwägen, bevor man dann sagt, die Erfolgsaussichten sind so gering, wie man das anhand der Fälle, wo es zu einer reinen Gutheißung kommt, vielleicht vermuten würde. Also die Statistik ist wahrscheinlich differenziert in diesem Punkt. Dann auch noch unter Bezugnahme auf die Ausführung des Vorredners ist die Frage, was passiert, wenn der Vertrag geschlossen ist. Das ist tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt. Wenn die Vergabestelle hier den Richter vor vollendete Tatsachen stellen kann, ist der Rechtsschutz sinnlos. Das scheint mir völlig klar. Das ist die Prämisse. Der effektive Rechtsschutz setzt voraus, dass in irgendeiner Weise die Tatsache, dass ein Vertrag geschlossen worden ist, ohne dass er hätte geschlossen werden dürfen, Rechtsfolgen zeitigt. Das Bundesverwaltungsgericht hat darum immer gesagt, und auch in publizierten Entscheiden, Kollege Bayerler hat zu Recht darauf hingewiesen, dass im Jahre 2009 der entscheidende Fall dazu ergangen ist, dass der Microsoft-Fall, den wir auch noch unter einigen Gesichtspunkten kurz anschauen werden, das Bundesverwaltungsgericht hat dort klar gesagt, dass wir uns nicht davon abhalten lassen, die aufschiebende Wirkung zu gewähren, wenn der Vertrag abgeschlossen worden ist, ohne dass er abgeschlossen hätte werden dürfen. Das ist BVGE 2009-19, das ist publiziert und die entsprechende Erwägung, ich habe jetzt versucht, dass da quasi mit Hilfe des Internets nochmal Ihnen zu präsentieren. Die zivilrechtliche Gültigkeit des verfrüht abgeschlossenen Beschaffungsvertrages kann nicht ohne Rücksicht auf die vergaberechtliche Vorordnung des Vertragsschlusses beurteilt werden. Das heißt, das Zivilrecht und das Vergaberecht müssen in diesem Bereich eine kohärente Lösung anbieten.
Und die kann nicht so aussehen, dass Pacta sunt servanda, also das Gebot, die Verträge sind zu halten, dazu führt, dass ein Vertragsschluss nicht mehr in Frage gestellt werden kann, weil sonst ist der effiziente Rechtsschutz im Vergaberecht kaputt. Und der Richter vor vollendete Tatsachen gestellt. Das akzeptiert Justiz nicht. Und ich würde sagen, es ist ein zunehmender Trend, dass das allgemeine Meinung ist. Am Anfang war das noch das emotionale Thema vor, sagen wir, 10, 15 Jahren, aber heute ist das eigentlich Common Sense, nach meiner persönlichen Beurteilung. Also, soweit quasi aufbauend auf die Ausführungen des Vorredners und jetzt zu den Geschichten, die ich Ihnen selbst erzählen wollte. Die Arbeitshypothese ist, dass nach dem berühmten Microsoft-Entscheid im IT-Bereich die Beschwerde nicht von vornherein ein verlorenes Spiel ist. Es gibt immer noch Möglichkeiten, auch bei IT-Beschaffungen Rügen zu erheben, und wir haben auch Fälle. Und das werde ich Ihnen jetzt kurz beweisen, dass das so ist, durch ein paar Beispiele und das Fazit ziehen. Es gibt auch nach dem Microsoft-Fall noch Rechtsschutz. Die Arbeitshypothese ist, dass verschiedene Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, ja, also nach dem berühmten Bundesgerichtsentscheid in Sachen Microsoft, wo den Anbietern der Open-Source-Szene sogar die Legitimation abgesprochen worden ist, um eine freihändige Vergabe anzugehen, ist es wahrscheinlich wohl so, dass die IT-Vergabe faktisch dereguliert ist. Da gibt es keinen griffigen Rechtsschutz mehr. Es ist zwar richtig, meine Damen und Herren, dass dieser Entscheid kritisiert worden ist, das ist naheliegend, es war ein Mehrheitsentscheid gegen eine Minderheitsmeinung vom Bundesverwaltungsgericht, das Bundesgericht hat dann die Mehrheit geschützt, aber die Erde ist seither nicht verbrannt, das will ich Ihnen nachher noch zeigen. Das Problem beim Microsoft-Entscheid, da will ich aber nicht länger darauf eingehen, weil dazu gibt es eine ausführliche Präsentation, die ich gehalten habe an einer Vorgängerkonferenz, und da verweise ich Sie aufs YouTube, was es alles gibt, um ein bisschen Redezeit zu sparen. Die Pointe ist einfach, dass das Bundesgericht sagt, der Anbieter, der Open-Source-Anbieter muss quasi im Rahmen der Legitimation glaubhaft machen, dass er in der Lage ist, genau das zu liefern, was verlangt ist. Und wenn das Microsoft-Produkt ist, wird ihm das schwerfallen. Und das ist die Pointe. Und jetzt ist die Frage, was ist das Problem hier? Normalerweise ist es ja so, dass die Vergabestelle beweisen muss, dass es keine Alternative gibt zu dem Produkt, das es in freihändiger Vergabe berücksichtigt hat. Das ist der normale Ausgangspunkt, materiell rechtlich. Im Legitimationsbereich ist es genau umgekehrt. Da muss der Beschwerdeführer glaubhaft machen, dass er in Frage kommt, um diese Vergabe durchzuziehen, also als potenzieller Anbieter in Betracht zu kommen. Und wenn man natürlich dasselbe Thema einmal formell und einmal materiell beurteilt, aber jeweils die andere Seite den Beweis führen muss, dann kippt die Beweislast im Ergebnis. Das heißt, der Beschwerdeführer muss eigentlich beweisen, dass die Vergabestelle falsch lag, und nicht, wie normalerweise eben üblich, die Vergabestelle muss beweisen, dass sie richtig gelegen hat. Und das ist natürlich für den Beschwerdeführer eine erhebliche Benachteiligung, und je intensiver diese Überschneidung wird, desto schwieriger ist das. Darum hat auch einer der brillantesten Verwaltungsrechtler dazu gesagt, das Kennzeichen einer erfolgreichen Beschwerde kann unmöglich Vorbedingungen dafür sein, dass man sie überhaupt an die Hand nimmt, sondern das ist dann das Ergebnis des Urteils. Soweit, so gut zum Microsoft-Fall, damit will ich Sie nicht belästigen, diese Diskussion ist geführt. Was interessant ist, ist, dass nach dieser Microsoft-Geschichte die Vergabestelle doch umgedacht hat, und zwar an einem ganz entscheidenden Punkt. Im Zwischenentscheid zum Microsoft-Fall hat das Gericht gesagt, selbst wenn es so sein sollte, dass die Open-Source-Anbieter hier nicht in Frage kommen, wäre es doch so, dass es Microsoft Reseller gibt, also mehrere Leute, die diese Microsoft Lizenzen und Support Arbeiten anbieten können. Das heißt,
wegen des Intrabrand-Wettbewerbs würde sich nach wie vor die Frage stellen, ob eine freihändige Vergabe an Microsoft Irland direkt zulässig wäre. Und genau diese Pointe hat die Verwaltung aus diesem Zwischenentscheid erkannt und nachher ein offenes Verfahren gemacht unter Microsoft-Resellern. Das heißt, zum Teil hat die Geschichte sich positiv ausgewirkt. Und sie wirkt sich noch in einem anderen Punkt positiv aus, nämlich, dass sich das Bewusstsein verbreitet, dass es im Vergaberecht nicht nur um den wirtschaftlichen Mitteleinsatz geht, sondern auch um die Wahrung der Wettbewerbsfunktion des Vergaberechts. Das Vergaberecht hat die Zielsetzung, eine richtige Wettbewerbslandschaft zu gestalten und den Anbieterwettbewerb zu fördern. Und diese beiden Zielsetzungen in Artikel 1 BUB, die sind gegeneinander abzuwägen. Dass man das macht, ist auch ein Thema der Politikkohärenz. Beispiel: Die EU-Kommission führt ein Riesenkartellverfahren gegen Microsoft wegen Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung und sagt in ihrer eigenen IT-Beschaffung: Ich will nur den wirtschaftlichen Mitteleinsatz fokussieren und die Wettbewerbszielsetzung des Vergaberechts interessiert mich nichts. Dann ist die EU-Kommission als Vergabestelle im Wertungswiderspruch zum eigenen Verhalten als Kartellregulierungsbehörde. Das ist ein Politikkohärenzproblem. Auf der EU ist das offensichtlicher als dieselbe Behörde. Dass der Staat, wenn er will, der Wettbewerbsfunktion zum Durchbruch verhelfen kann, sieht man auch am schweizerischen Vergaberecht. Da gibt es nämlich das Instrument der strategischen Losvergabe. Das heißt, zum Beispiel in SBB-Kreisen, daher kommt auch dieser Artikel Absatz 1 bis BÖB, der das regelt, wird gesagt, ich habe zum Teil so schwierige Märkte, dass ich nicht alle Teillose eines größeren Auftrags demselben Anbieter geben will. Weil dadurch, dass ich diese Lose aufteile, sorge ich dafür, dass ich langfristig mehr als einen oder zwei Anbieter im Markt habe. Das heißt, ich streue die bewusst und bin bereit, dafür mehr zu zahlen, weil, wenn ich alle den gleichen geben würde, käme es wahrscheinlich billiger, aber dafür ist der Markt kaputt. Das hat die Vergaberechtslandschaft erkannt und dann gibt es das Instrument der strategischen Losvergabe. Das heißt, hier findet die Balance statt zwischen der Wirtschaftlichkeitszielsetzung und der Wettbewerbszielsetzung des Vergaberechts. Das heißt, diese Suche nach dem Ausgleich dieser Zielsetzungen ist dem Vergaberecht jedenfalls nach meiner Konzeption inhärent. Jetzt ein paar Fälle. Interessant, HP gegen BBL, das ist eigentlich ein Klassiker, den möchte ich nur beiläufig erwähnen, weil hier ging es darum, wie sind die technischen Spezifikationen zu verstehen. Ist ein 12-Zoll-Monitor ein 13-Zoll-Monitor, ein 14-Zoll-Monitor? Und wenn die Vergabestelle sagt, ich will 12 Zoll und die Vorgabe ist klar, dann kann der Anbieter nicht sagen, ja mit 13 Zoll Monitoren kriegt ihr ja mehr als 12 Zoll und ich bin erst noch billiger. Sondern wenn die Vorgabe klar ist, 12 Zoll, dann bin ich 12 Zoll. Das ist auch im Ermessen der Vergabestelle, das so festzulegen. Gegenausnahme der Freiheit in der Festlegung der technischen Spezifikationen sind diskriminierende Spezifikationen und produktspezifische Vorgaben. Klassisches Beispiel, das jeder Vergaberechtler lernt, ist eine Möbelausschreibung, wo ich von Anfang her sage, ich möchte USM-Hallo-Möbel als technische Spezifikation. Jeder Vergaberechtler weiß, geht nicht. Das heißt, dort hat die Freiheit der Vergabestelle, die technischen Spezifikationen festzulegen, dann auch ihr Ende. Und hier sehen wir auch, quasi im Sinne eines Beweises, dass das Vergaberecht auch Wettbewerbsfunktion hat. Wenn durch eine Anforderung der Anbietermarkt sehr eng wird, braucht es eine besonders gute Begründung für die entsprechende Anforderung. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt,
Aber dazu gibt es einen Fall, der ist B822210. Da ging es um eine Kühlwasserleitungsanlage. Der Anbieter hat gesagt, ich habe statt der Polyethylenrohre, die die Vergabestelle gern hätte, duktile Gussrohre. Jetzt sagt die Vergabestelle zuerst, du bist gar kein potenzieller Anbieter, weil potenzieller Anbieter ist nur, wer Polyethylenrohre macht. Und ich sage natürlich, das ist Quatsch. Duktile Gussrohre wollen dasselbe Ziel erreichen, nämlich die Kühlwasserleitung zu bauen. Das heißt, die sind Teile desselben Marktes und ich bin nicht bereit, das Argument zu akzeptieren, dass nur diejenigen Beschwerde führen können sollen, die Polyethylenrohre anbieten. Aber man kann eben sagen, wenn es so ist, dass auch erstens mal eine plausible Begründung dafür gibt, warum man Polyethylenrohre möchte und wenn unter den Polyethylenrohrherstellern es genügend gibt, dass dort ein vernünftiger Wettbewerb stattfindet, dann ist diese technische Spezifikation in Ordnung, vor allem weil man ja nicht sich auf einen spezifischen Hersteller, sondern nur auf das Material festlegt. Das sind so die Feinmechanismen und die Balancen, die es zu berücksichtigen gilt bei den technischen Spezifikationen. Zweiter schöner Fall aus unserem Nähkästchen, möchte ich sagen, ist das Urteil B4958213. Das ist ein Projekt-Controlling-Tool für die Alttransit. Und der ist besonders spannend, weil hier ist das Matchentscheidende nicht die Frage, was darf die Vergabestelle verlangen und was darf sie nicht, sondern hat sie das, was sie will, genügend transparent gemacht. Das heißt, wenn ich sage, ich will Microsoft, das am Anfang aber nicht klar wird, sondern erst im Nachhinein, dann habe ich als Vergabestelle auch dann ein Problem, wenn ich Microsoft verlangen dürfte. Der Grundsatz der Transparenz sagt, die Vergabestelle ist grundsätzlich an die Ausschreibung und die Ausschreibungsunterlagen gebunden. Und jetzt ist natürlich der Punkt, dass ich genau außerdem weiß, dass die Richter keine Freude haben, wenn ich nicht produktneutral ausschreibe. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung. Im Zweifel ist eine Vorgabe nicht so zu verstehen, dass sie nicht produktneutral ist, sondern wenn ich Microsoft will, dann muss ich das klar sagen. Und wenn ich es nicht klar sage, kann ich nachher als Vergabestelle nicht argumentieren. In der Ausschreibung war klar, dass ich Microsoft wollte. Wenn ich das will, dann muss ich den Mut haben, das von Anfang an deutlich zu sagen, sonst scheitere ich ohnehin. Und das genau ist hier passiert. Die Alttransit hat hier sich eine blutige Nase geholt. Suchsystem Bund, das Urteil B364-214. Das ist eine besonders spannende Geschichte, weil hier wollte der Bund im Ergebnis so etwas wie Produktneutralität erreichen. Er hat nämlich gesagt, wir wollen etwas Neues aus dem IT-Bereich und diejenigen, die auf Microsoft-Lizenzen aufbauen, die der Bund schon hat, müssen so tun, wenn sie das nicht könnten. Das heißt, sie müssen Kosten aufrechnen, die sie de facto gar nicht haben. Das war die Ausgangslage in der Ausschreibung. Und genau gleich wie im Projekt-Controlling-System-Fall vorher, ist auch hier das Problem die Transparenz. Wenn ich das will, dass hier besondere Kosten aufgerechnet werden, die de facto gar nicht anfallen, dann muss ich das klar sagen. Und wenn ich das nicht klar sage, dann dürfen die Anbietenden davon ausgehen, dass im Zweifel keine Kosten aufgerechnet werden, die gar nicht anfallen. Das ist nämlich atypisch. Das Gericht hat darum gesagt, die Anbietenden dürfen grundsätzlich darauf vertrauen, dass die Vergabestelle die ausgewählten Beurteilungskriterien im herkömmlichen Sinne versteht. Und wenn ich von Kosten rede, dann sind das im Zweifel keine Kosten, die gar nicht anfallen, sondern wenn ich nichts dazu sage, sind das Kosten, die anfallen. Und das ist die Logik dieses Urteils. Also auch hier
BBL abverloren. Das bringt die bayerische Statistik von den seltenen Erfolgsaussichten schon etwas ins Wanken. Und der Fall hier auch, weil der hat sich durch eine Abschreibung erledigt, war aber im Ergebnis auch ein weitgehender Sieg der Beschwerdeführer. Das ist der No-Spy-Fall mit der Swissness-Anforderung Zwischenverfügung B66-46214 vom 19. Dezember 2014. Hier ging es um eine ganz spannende Geschichte, das ist eher ein Exotikum, darum hier nur kurz. Was will der Bund? Der Bund will nach den ganzen NSA-Enthüllungen verständlicherweise, dass gewisse sensible Daten im Land bleiben. Sehr vernünftiges Anliegen. Klares öffentliches Interesse. Und jetzt ist die Frage, was muss er tun, um dieses Ziel zu erreichen? Er kann zum Beispiel sagen, und das hat er in einem ersten Anlauf getan, ich will, dass alle Unternehmer und Subunternehmer, die da involviert sind, schweizerisch beherrscht sind. Das heißt, jede Tochtergesellschaft einer französischen Anbieterin oder einer deutschen fällt aus. Das hat zu einer Beschwerde geführt und dann kam eine Wiedererwägung der Vergabestelle, Verfahren abgeschrieben, mit Hinweis auf den Versuch der Vergabestelle, eine neue, mildere Eignungsvorgabe zu machen. Und die kam dann auch, das heißt, in einer neuen SIMAP-Meldung 864695 kam dann ein neues Eignungskriterium nach dem Beschwerdefall. Der Anbieter hat nicht mehr schweizerisch beherrscht sein nachzuweisen, sondern sicherzustellen, dass die Datenbearbeitung ausschließlich in der Schweiz erfolgt. Das heißt, es können mehr Anbieter machen, als wenn nur schweizerisch beherrschte Anbieter in Frage kommen. Und die Frage ist jetzt einfach, ist das genug, damit die Datensicherheit gewährleistet ist? Aber hier sieht man, wie man quasi den Weg sucht zu einer verhältnismäßigen Lösung durch ein Beschwerdeverfahren, Wiedererwägung und dann Neuausschreibung mit einem neuen Konzept. Das scheint mir auch ein ganz spannender Approach zu sein. Jetzt zum Schluss die freihändige Vergabe. Wir hatten einen neuen Freihänder, das ist spannend unter mehreren Gesichtspunkten. Das heißt, hier geht es nicht nur um die Frage, ob eine freihändige Vergabe zulässig ist, mit der Begründung, das kann nur einer, oder die Eigentumsrechte sind so, dass das nur einer kann, sondern es gibt hier auch noch die Frage, unter welchen Modalitäten das geht. Zum Beispiel hat die Beschwerdeführerin die Frage aufgeworfen, ob die Vertragsdauer nicht so gewählt werden muss, dass der Markt nicht zu lange zu ist. Das heißt, als solchen Freihändler kann ich sagen, ich will Dienstleistungen für 2 Jahre, für 4, für 6, für 8 oder für 10. Und je länger es dauert, desto einschneidender sind die Auswirkungen auf den Markt. Das heißt, da kann sich die Frage stellen, wie lang soll eine solche freihändige Vergabe von Support- und Wartungsdienstleistungen zum Beispiel sein. Und dann gibt es noch eine spannende Frage, nämlich das Verhältnis von Grundauftrag und Optionen. Wenn ich sage, ich habe einen Grundauftrag für Wartung und Support von 100.000 Franken und dann Ausbauoptionen im Wert von 50 Millionen, dann sieht man sofort, hier ist was faul. Das ist klar. Und die Frage ist jetzt, ab welchem Betrag ist was faul und kann ich als Vergabestelle so darauf reagieren, dass ich ganz genau sage, was die Optionen sind. Und wenn sich dann herausstellt, dass die Optionen eigentlich Wartungsleistungen sind, wie der Grundauftrag, da stellt sich die Frage, warum sind es dann Optionen? Und so weiter und so fort. Also da stellen sich auch noch spannende Fragen. Also einfach, dass Sie sehen, da öffnet sich das Feld noch nicht nur zur Frage, geht der Freihändler oder geht er nicht, sondern unter welchen Bedingungen geht er und was muss ich da als rechtlichen Rahmen quasi beachten. Fazit. Es gibt nach wie vor IT-Vergaben als Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht, das glaube ich gezeigt zu haben. Und vor allem ist auch die Zulässigkeit diskriminierender technischer Spezifikationen, zumindest indirekt im Verfahren Finanzcontrolling Software Transit angesprochen worden.
Also, es gibt keine total verbrannte Erde nach dem Microsoft-Fall und unser aller Leben bleibt weiter spannend.